Willkommen zurück zu Uncharted 4, 15 Jahre später. Okay, jetzt auf dem Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Ein Job in Malaysia, alles klar. Wir schwimmen mal eine Runde. Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Schauen wir mal, was uns hier unten Schönes erwartet. Ja, wir gehen wieder auf Schatzsuche. Folge Nummer 3. Und gucken mal, was uns hier Schönes erwartet. Das Spiel lässt sich echt super toll und flüssig spielen. Grafisch ist es auch klasse. Oh, da haben wir schon was. Hey, ich hab hier was. Was denn? Ein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry, sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Okay. Also ich glaube, ich sehe auch schon da vorne was. Ja, ein Schiffscontainer. Oder nee, ein Anhänger ist es, glaube ich. Ah, da ist er ja. Ich habe ihn. Ja. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Ein Container auf einem Hänger. Schauen wir mal, dass da sich Schönes drin befindet. Lassen wir uns überraschen. So, mach das Ding mal auf hier. Ich drück wie ein kleiner Weltmeister. Der Container geht auf. Schaut aber sehr leer aus, oder? Okay. Ja, eine Palette steht drin. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Okay, schauen wir uns mal den ganzen Spaß an, oder? Mal sehen, da sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Okay. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssten in der Nähe sein. Eine ist schon da. Ha, hab eine. Na zieh, Junge. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste. Okay. Dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Das bedeutet... Ja. Suchen. Oh, da ist die andere Kiste schon. Was liegt hier noch rum? Ja, nur Glump und Graffel, was man halt so in den Fluss reinschmeißt, was man nicht mehr braucht. So, und? Hab die andere Kiste. Hab die Kiste. Zum Hochheben wiederholt X drücken. Okay. Okay, bis gleich. Dann schwimmen wir mit der Kiste in den Container, oder wie? Nö, doch. Nö, doch. Okay. Dann stellen wir die da oben ab. Alles klar. Der Nace, der macht es schon. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Okay. Dann können wir auftauchen. Und nach unten. Oha. Oh, 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 da kommt was. Ah, der ganze Kasten wird jetzt geborgen. Alles klar. Okay, ist in Position. Hängt den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay. Aha. Okay, schnapp uns das Ding. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Und, klappt es? Jetzt muss ich irgendwo einhängen. Ah ja, da kommt es auch schon. Okay, eins habe ich. Eins hat er, sehr gut. Dann schnappt uns das nächste. Das passt schon. Ja Leute, holt euch das Spiel. Einfach nur klasse. So, weiter geht's. Tauchen wir um die Achse noch herum. Halt, das war nix. Und jetzt hängen wir es da auch wieder ein. Ja, dann können es die Burschen hochziehen. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Okay, mach Platz, wir heben ihn an. Oder die Madels.
Und? Mach was. Muss ich irgendwas drücken? Wahrscheinlich weggehen, oder? Wegschwimmen. Ich bin soweit. Aha, okay, er ist soweit. Alles klar, jetzt können wir auch die eine Kiste uns schnappen, an die wir vorher nicht dran gekommen sind. Okay, reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Die stecken wir dann auch mit auf die Palette. Okay. Und es geht nach oben, Leute, es geht nach oben. Ich mache sie mit den anderen fest. Aha, okay. Gleich ganz anderes Spielverhalten, wenn man hier mit der Kiste spielt. Man muss X gedrückt halten, er muss sich richtig anstrengen, um nicht auf den Boden zu sinken wie ein Stein. Jetzt mal gucken, jetzt schieben wir das da rein. Ja, sehr gut. Nein, Kiste los. Ist komm schon. Drin. Geht doch. Super. Und festzurren. 1, 2, 3. Perfekt, perfekt, perfekt. Es rüttelt und wackelt schon. Dann raus hier. Die Ladung ist komplett unterfasst. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Okay. Hey, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, am Seil. Ah, okay. Wir hören rauf wieder. Setzt er sich jetzt da schön gemütlich hin und lässt sich mit okay, nach oben ziehen, oder? Und los geht's. Und aufwärts. Ja, ich muss mal schauen, wie lange immer so die einzelnen Folgen gehen. Aber ich denke mal, wenn das so eine Zeit über 30 Minuten überschreitet, dann reicht da so ein Cut so alle 15 bis 20 Minuten, weil schaut sich denn das 40, 50 Minuten an. Okay. Ah ja. Das geht so, Jungs. Cool, 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 schaut's aus. Ja, wir waren in einem schönen Fluss schwimmen und haben einen Schiffscontainer gerade nach oben geholt, auf dem wir auch sitzen. Das habe ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, das ist irgendwie eine kleinere Aktion. So, und jetzt? Maske ab. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. So. Danke. Oh, wohin? Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Na gut, dann schauen wir uns da mal am Schiff um. Wer nicht arbeitet, der ist immer wichtig, zu dem gehen wir als erstes. Alles klar. Was erzählt der Schönes? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ha, neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Sehr gut. Oh, da gibt's was zu mitnehmen. Oh, sie haben einen Schatz gefunden. Den schauen wir uns nachher mal an. Dem quatschen wir auch eine Runde. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Okay. Nächstes Mal jemand anderes. Du brauchst eine Pause. Da meckert schon jemand am Rand. Auch ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja. Wird aber etwas dauern, bis wir tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mhm. Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Okay, natürlich, wären wir so freundlich. Klar. Danke. Wir öffnen die Kiste und... Gold, Silber, Edelsteine, was haben wir? Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Okay. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zum Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern.
Erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn's euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Da kriegen wir noch ein dickes Lob für unsere Arbeit. Der Kunde ist zufrieden. So, Arbeit fertig. Bierchen trinken. Hey, hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung, ja, keine Kontakt. Ja, schöner Auftrag oder ein schöner Nebenjob, der da reinwinkt. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß. Wird schon noch so kommen. Ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Der Typ schaut schon aus wie 60. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe. Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Machen. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Na, wie geht's weiter? Nate wird natürlich drüber nachdenken. Gute Arbeit geleistet. Schauen wir uns mal die erhaltenen Informationen an. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Mhm. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ja, klasse. Dann haben wir hier Folge Nummer 3 schon abgespielt. Und Nace überlegt bestimmt jetzt, ob er noch Folge 4 spielen soll. Ich schlag vor, ihr schaut gleich mal rein. Bis.